Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Jens Benenze Huns. Worum geht's denn heute? Also, in meinen Kommentaren habe ich öfter mal festgestellt, dass der ein oder andere ein Problem hat mit Wildvögeln im Stall. Ich sage jetzt extra Wildvögel, weil es nicht immer nur Spatzen sind, sondern es sind zum Teil auch Elstern, die die Eier klauen. Das ist natürlich scheiße. Ne? So was will keiner haben. Und ob ich mir da nicht mal was einfallen lassen könnte. Ich habe mir da was einfallen lassen. Oder besser gesagt, ich habe mal was zusammengetragen. Eine Sache habe ich auch schon ausprobiert, da kommen wir nachher zu. Allerdings ist das natürlich keine Garantie dafür, dass ihr jetzt bis ans Ende eurer Tage keine Spatzen mehr im Stall haben werdet oder keine Elstern. Ne? Das sind Ideen, die kann man umsetzen oder man kann es bleiben lassen. Ich habe mir da mal ein paar Gedanken gemacht und werde das mal so ein bisschen punktuell gliedern. Dann gucken wir uns das doch mal an. Wenn man jetzt wirklich von den Spatzen im Stall sowas von total genervt ist, könnte man zum Beispiel vor seinem Stall eine Voliere bauen. Dies ist die Voliere von meinem Nachbar Helmut und da gucken wir jetzt mal rein. So, eine Voliere kann natürlich auch gleichzeitig schon mal eine Vorbereitung für die Stallpflicht sein. Nicht unbedingt dieses Modell, weil die ist nach oben leider auch nur mit Draht abgesichert und nicht mit einer festen Dacheindeckung. Und von dort aus geht es auch noch raus in den Auslauf. Und da haben wir dann schon den Nachteil einer Voliere. Die Spatzen, die da einmal drin sind, die finden nicht mehr raus. Sehen wir ja hier, ne? Also wenn ihr wirklich eine Voliere machen wollt, dann müsst ihr es so machen, dass die Hühnchen von da aus nicht weiter raus können. Ansonsten habt ihr dasselbe Problem wie Nachbar jetzt. Wenn der zur Verfügung stehende Auslauf natürlich eh relativ begrenzt ist, dann wäre eine Voliere eine echte Alternative. So, Lolle, hier stehen wir nun an meinem kleinen Experimentierlabor. Also, eine Möglichkeit, wie ihr es versuchen könnt, die Spatzen aus eurem Stall fernzuhalten, ist so eine Art Fadenvorhang. Ja, das Teil, was ich hier jetzt genommen habe, das ist eine alte LKW-Plane. Das würde ich euch auf gar keinen Fall empfehlen. Also, wenn ihr das versuchen wollt, dann nehmt bitte etwas Durchsichtiges. Es gibt da welche, die sind so in 3 mm Stärke. Die kann man ganz gut nehmen. Ich hatte das auch schon mal bei mir als für den Winter, dass der kalte Winter nicht so reinzieht. Ne? Das war, bevor ich bei meinem großen Stall das Dach drüber gemacht habe. Da habe ich tatsächlich auch so einen Fadenvorhang gebaut. Das ist ja nichts Tolles. Das ist einfach nur ein Streifen PVC oder was das ist. Den schlitzt man denn. Und da muss man die Hühnchen natürlich dran gewöhnen. Das ist ganz wichtig. Ne? Also, wir vergessen jetzt mal, dass der hier grau ist, sondern der ist jetzt durchsichtig. Und dann bringt man den die erste Zeit sehr hoch an. Und das macht man auch dann, wenn die Hühnchen im Stall sind, weil wenn man das macht, wenn die Hühner draußen sind und die erschrecken sich, dann gehen die abends nicht rein. Also ist es nicht schlecht, wenn die morgens schon mal durch dieses Ding durch müssen. Also ihr fangt hoch an und je nachdem, wie die Hühnchen das annehmen, macht man den denn alle, keine Ahnung, 1, 2, 3 Tage, muss man mal probieren, macht man den dann ein bisschen tiefer. Ja, wenn die Hühner dann gar nicht mehr durchgehen, dann ist er definitiv zu tief. So, also bei mir am Stall, am großen Stall, hatte ich es denn ungefähr zu Spitzenzeiten ungefähr auf so einer Höhe. Das könnte funktionieren, dass da kein Spatz reingeht. Und wenn das durchsichtig ist, dann sehen die Hühner ja auch, was dahinter ist. Ne? Wie gesagt, was Durchsichtiges habe ich jetzt nicht da. Deswegen zeige ich es euch jetzt so. Jo, kann man sich irgendwie hier oben einfach eine Leiste an den Stall schrauben und das Ding da aufwickeln und schlitzen. So ähnlich habe ich es ja jetzt auch gemacht. Und ich zeige euch das jetzt hier beim Kükenstall. Aber beim großen Stall ist ein bisschen wenig Platz, so wegen der Kamera und hinknien und hast du nicht gesehen. Gut, also das wäre eine Möglichkeit, dass die Spatzen vielleicht nicht in euren Stall hüpfen. Ja. Testen und Ergebnis in die Kommentare. Die nächste Möglichkeit, die ihr probieren könnt, ist ein Windfang vor dem Ausschlupf. So ein Windfang hat eigentlich nur Vorteile. Zum einen, wie der Name schon sagt, fängt er den Wind, wenn euer Stall jetzt draußen steht, irgendwo auf offener Plaine, habt ihr nicht immer so den Wind im Stall. Ihr habt auch nicht den Schnee, der da reingeweht wird. Und was natürlich auch dazu kommt, ist, wenn die Spatzen hier vorstehen, müssen die ums Eck. Und das schreckt die ab.
Also ich habe diesen Windfang seit irgendwie 3 Jahren hier vor, oder knapp 4 Jahre sind es jetzt mittlerweile. Ich habe auch mal einen Spatz im Stall, aber nicht so wirklich viele. Ne? Das ist mal einer. Und da ich ja eine Kamera im Stall habe, kann ich das ja öfter mal nachvollziehen. Also so ein Windfang an sich ist schon eine ganz feine Sache. Und wenn ihr einen Windfang habt und die Spatzen kommen trotzdem in den Stall, dann den Fadenvorhang vor. Ne? Wenn der Wind geht, dann bewegt er sich so ein bisschen. Nur, wie schon angesprochen, ihr müsst die Hühnchen halt dran gewöhnen. Ne? Ansonsten wird das alles nichts. Ein weiterer Punkt, mit dem man vermeiden kann, dass zumindest Spatzen in den Stall kommen, ich sage jetzt extra die Spatzen, weil die Spatzen ja keine Eier fressen, ist Ablenkung. Füttert doch einfach die Spatzen draußen vorm Stall, bei euch im Hühnerauslauf. Stellt ein Vogelhaus hin, ne, die fressen das Hühnerfutter eh, und ein billiger Sack Hühnerfutter, der kostet bei uns im Landhandel 14 Euro. Den würde ich nicht füttern, aber ist ja auch egal, es geht ja ums Prinzip. Stellt einfach irgendwo ein Vogelhaus hin oder vor euren Stall irgendwie eine Futtergelegenheit für die Spatzen, ne? Dann brauchen die nicht extra in den Stall reingehen. Und so viel pickt so ein Spatz ja auch nicht weg. Das geht auch. Jetzt kann ich natürlich vollkommen das Argument verstehen, dass jemand sagt, Mensch, ich möchte keine Wildvögel bei mir im Stall haben, weder Elstern noch Spatzen, weil die ja auch Krankheiten und Milben einschleppen können. Das ist natürlich richtig, aber das können wir natürlich umgehen, indem wir dafür sorgen, dass unsere Spatzen, unsere in Anführungszeichen, milbenfrei sind. Ja, wie mache ich das denn? Ich stelle einfach riesige Stauber zur Verfügung, wo sie auch die Spatzen drin tummeln. Denn ich habe ja eh Kieselgur oder Urgesteinsmehl im Staubbad. Und was den Hühnern gut tut, das tut den Spatzen natürlich auch gut. Ne? Also damit kann man tatsächlich den Milbendruck im Hühnerstall senken. Wie gesagt, ich habe ab und zu Spatzen im Stall, ich habe aber keine Milben. Muss ja irgendwo herkommen. Ne? Und wie man hier sieht, geht es den Kleinen ja richtig gut. Ja, wenn das alles so in der Reihenfolge nicht funktioniert hat, oder ihr wollt diverse Sachen auch nicht ausprobieren, dann müssen wir den Stall halt so gestalten, dass er für Wildvögel sowie Spatzen als auch Elstern uninteressant wird. Ja, wie machen wir das denn? Wir müssen das Futter so anbieten, dass keiner drankommt. Und das macht man am besten mit Futterspendern mit Trittklappe. So, ich blende euch da mal ein paar Videos ein. Ich habe dazu mal schon mal 2 von solchen Dingern gebaut. Die kann man aber auch für geringer Gelder fertig kaufen. Ne? Dann spart man sich die Bastelei. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Also wenn ich einen Futterspender habe mit Trittklappe, dann habe ich gar keine Gefahr mehr, dass irgendwelche Mäuse, Ratten, Vögel, Elstern oder was auch immer sich im Stall am Hühnerfutter bereichern. Das ist eine Möglichkeit, die funktioniert. Und um die Elstern daran zu hindern, die Eier aus dem Stall zu klauen, bleibt denn eigentlich nur die Möglichkeit von Abrollnestern. Ich weiß nicht, ob ihr Abrollnester kennt. Das funktioniert praktisch so, dass man in dem Nest ein Loch hat und da fällt das Ei rein in das Loch und fällt dann in einen geschützten Bereich, dass der Mensch es dann praktisch rausnehmen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht baue ich auch mal so ein Ding. Eine andere Möglichkeit, die ich im Hühnerforum gelesen habe, ist, dass der Boden ein bisschen schräg ist, dass das Ei von sich aus wegrollt. Auch in einen geschützten Bereich. Da kann man denn natürlich kein Stroh als Einstreu nehmen, sondern bei vielen hat sich da dieser grüne Rasenteppich bewährt, den man so auf der Terrasse legen kann. Dieses Kunststoffzeug soll wohl angeblich gut funktionieren, lässt sich leicht reinigen. Das wäre eine Möglichkeit, die besteht auch. Ne? Dann kommen die Elstern nicht an die Eier, die Spatzen kommen nicht ans Futter und dann ist es für die eigentlich total uninteressant, überhaupt erst in den Stall reinzufliegen. Ja, ihr Lieben, das war's schon für heute. Meine 6 Punkte, wie ihr es vielleicht schafft, die Wildvögel draußen zu lassen. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch vielleicht mal unten in die Kommentare schreibt, was habt ihr denn schon probiert und was hat funktioniert. Oder ihr probiert was von dem, was ich euch vorgeschlagen habe und schreibt es unten in die Kommentare. Würde mich super freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis denn, euer Jensmann.